Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute ist das 365. Video auf diesem Kanal, das heißt, wir machen den Kram hier tatsächlich jetzt genau ein Jahr und jeden Tag gab es ein Video. Das heißt, heute haben wir wieder ein kleines Special-Video, wieder ein kleines bisschen länger als üblich. Das Telefonat ging hier wieder über eine Stunde. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem neuen Telefonat. Oh. Hallo, schönen Tag. Ja. Spreche ich mit Herrn Rudolf? Mhm. Sehr angenehm, Herr. Am Apparat ist Michael Torres. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Ja, es geht um Onlinehandel. Mhm. Sie haben sich angemeldet, richtig? Richtig. Hallo. Ja, hallo. Ja, Sie haben sich angemeldet, richtig? Weiß ich nicht. Wenn Sie das sagen, wird es wohl so sein. Okay. Tja, es geht schon wie immer richtig gut los. Die fragt mich, ob ich mich angemeldet habe, obwohl sie die Daten da hat. Und selbst wenn ich jetzt widersprechen würde, dann sagen die Betrüger ja jedes Mal, na, sie müssen es doch wissen, weil sie haben sich doch angemeldet. Dann verstehe ich die Frage schon wieder von vornherein nicht. Ihr hört es ja schon raus. Ich glaube, die nette Tante, die hatten wir hier tatsächlich auch schon das eine oder andere Mal auf dem Kanal. Und auch das eine oder andere Mal ein bisschen länger. Ich glaube, die telefoniert einfach nur sehr gerne und bleibt sehr gerne sehr lange am Telefon. Naja. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass der netten Betrügerin das nicht so gefällt. Schauen wir mal, wie es Ende heute ausgeht. Aber auf jeden Fall haben wir bis dahin noch jede Menge Zeit, bis das soweit ist. Ich weiß ja nicht mal, von welcher Firma Sie anrufen. Ich rufe Sie von inertiafinance.com, also es geht um Bitcoin. Ach so. So, ich sehe, Sie haben sich angemeldet. Jetzt bin ich da, um Ihnen zu helfen, Ihr Konto erfolgreich zu aktivieren. Ja. Darf ich wissen, haben Sie schon Erfahrung oder ist das Ihre erste Mal? Was denn? Essa, und haben Sie schon entschieden, mit welchem Betrag möchten Sie Ihr Handel beginnen? Ja. Okay. Auch wieder höchst interessant. Die stellt mir eine Frage, ich antworte mit was denn, also stelle ihr eine Gegenfrage und sie macht einfach weiter in ihrem Programm. Tja. Aber so ist es jedes Mal bei den Betrügern. Die müssen nicht wirklich Deutsch können. Die sollen einfach nur vorlesen und, naja, mehr oder weniger darauf reagieren, wenn der Kunde irgendwas am Telefon von sich gibt. Dass das mit dem Reagieren wohl nicht so gut funktioniert, das hören wir hier auch immer wieder auf dem Kanal. Ich finde es immer wieder beeindruckend, dass sie da wirklich einfach Leute sitzen haben, die der deutschen Sprache so gut wie überhaupt nicht mächtig sind und das eigentlich nur am Telefon direkt live lernen. Ja, und am Anfang sind hier die Betrüger oftmals so, wenn wir hier einen neuen Betrüger dran hatten, dass die einfach wirklich nur ablesen. Und man hört es ja auch ganz, ganz oft. Ich meine, wir haben ja auch schon gehört, dass sie selbst die Beleidigungen hier auf dem Kanal in den Videos ablesen. Gruselig und einfach nur schockierend und erschreckend, wie das überhaupt funktionieren kann. Okay. Und wie viel möchten Sie investieren? 25 Euro. 25 Euro? Ja. Leider können Sie nicht, also unser minimaler Betrag ist 250 Euro. So, das haben Sie aber nicht gesagt. Wir sprechen erst einmal. Ja und? Haben Sie ja trotzdem nicht gesagt. Sie haben ja gefragt, wie viel ich einzahlen möchte, habe ich doch gesagt. Ah, okay, also unser minimaler Betrag ist 250 Euro, ja? Weniger können Sie nicht einzahlen. Und warum fragen Sie mich denn zuerst und sagen mir hinterher, dass es nicht geht? Hat doch aber nichts mit Kundenbindung einfach, zu tun. Also einfach unsere Kunden sehen unsere Werbung, dort ist das geschrieben, ja, unsere Beträge, also 250, 500 oder 1000. Deswegen. Ach so. Also Sie können wählen, 250, 500 oder 1000. Ja, was ist denn da besser? Möchten Sie mit minimalem Betrag beginnen? Ja, weiß ich nicht. Was macht denn da am meisten Sinn? Wie bitte? Was macht denn da am meisten Sinn? Was ist denn da am besten? Am besten, also, ist es 1000. Aber, also, wenn Sie möchten, können Sie auch mit 250 oder mit 500 die Hand beginnen, schauen, wie funktioniert das und so weiter, welche Möglichkeiten haben Sie bei uns. Danach können Sie schon entscheiden, ja? Welche Möglichkeiten habe ich denn bei euch? Zum Beispiel, also können Sie aktivieren Robotsystem, die arbeitet mit vollautomatischem Robotsystem. Dieser Trader-Programm, ja.
Damit können Sie mehr Profiten haben. Wir geben Ihnen auch professionelle Mittel. Mit unserem Finanzberater können Sie immer im Kontakt sein. Unsere Finanzberater werden Ihnen immer helfen, ja, wenn Sie während Ihrer Anlage etwa Probleme haben. Aha. So. Momentan arbeiten mit Kryptowährungen ist sehr profitabel. Ich sehe, also an welche Krypto haben Sie Interesse? Weiß ich noch nicht. Was ist denn da am besten? Die beliebtesten Krypto sind die Bitcoin, Ethereum und Shiba Inu. Ja? Damit kann man mehr Profiten haben. Also deswegen empfehle ich Ihnen, arbeiten mit diesen. Habt ihr auch Cola Coin? Wie bitte? Cola Coin. Cola Coin? Ja. Nein, also. Nee. Schade. Möchten Sie mit Cola Coin arbeiten? Ja, dachte ich ja. Okay, das ist also einfach. Ich bin da, um Ihnen zu helfen, Ihr Konto aktivieren, ja? Dann können Sie mit Ihrem Finanzberater sprechen, ja? Und können Sie zusammen entscheiden, ja? Können Sie diskutieren und schauen. Also, welche können Sie mehr Posten haben. Aha. Was war's? Fisch? Nee, ich will keinen Fisch. Eklig. Okay, was? Wir können jetzt Ihr Konto aktivieren, okay? Okay, darf ich wissen, welche Bezahlungsmethode benutzen Sie? Sehr interessant. Also Sie wollen mir jetzt Geld aus dem Rippen schneiden und ich kriege nicht mal meine Antworten, die ich wollte. Das klingt aber nicht so seriös. So, schauen Sie mal, ja? Wie ich habe gesagt, wir arbeiten beste Finanzberater, die arbeiten mehr als 7 Jahren. Die haben, also die wissen alle Neuigkeiten, was passiert im Finanzmarkt und so weiter, ja? Zum Beispiel, wenn der Preis von Bitcoin sinkt, ja, wir werden das im Voraus wissen, weil unser Robotsystem ein Signal geben wird, ja. Und unsere Finanzberater werden alles machen, um Ihnen zu helfen, also richtig Geld zu handeln. Also, Sie kriegen von unserer Seite 30% von Ihrem Investition als Bonusgeld, damit können Sie auch handeln. Und zum Beispiel, wenn Sie verlieren Geld, zuerst verlieren Sie unser Geld, ja, nicht Ihr Geld. Das ist Finanzmarkt, also hier kann man auch verdienen und kann man auch verlieren, ja? Aber in unserem Plattform, die Risiken sind minimalisiert, ja? Weil, also wie ich habe gesagt, also Sie können als Garantie nehmen, dieser Bonusgeld. Damit können Sie sicher sein, dass wir werden alles machen, um unser Geld nicht zu verlieren. Weil Ihr Gewinn ist unser Gewinn auch, Ihr Profit ist unser Profit auch, ja? Zum Beispiel, also, wissen Sie, wann ich bekomme mein Gehalt? Gar nicht. Also, wenn Sie Gewinne haben, wenn meine Kunden haben Gewinn, also, ich bekomme mein Gehalt. Also, das bedeutet, und alle Mitarbeiter bedeutet also bekommen Gehalt von Gewinn seinem Kunden, ja? Ja, also so ein Schneeballsystem. Wie bitte? Also so ein Schneeballsystem. Ja, genau. Ach so, ja. Also einfach, wenn Sie haben... Tja, also so macht man das wohl als Betrüger, wenn man überhaupt nicht verstanden hat, worum das geht. Ich habe hier gesagt, das ist also ein Schneeballsystem. So was Schlechtes. Und die Betrügerin sagt einfach, ja, genau, das passt so. Oh, schön. Also, ja, weiß ich nicht. Jeder normale Mensch würde ja jetzt eigentlich auflegen. Weil jetzt ist ganz klar, das kann ja nur noch Betrug sein. Also selbst wenn ich das jetzt glauben würde, was die da sagt, und das für gut befunden habe bis hierhin, spätestens wenn ich in dem Glauben bin, dass wir hier über ein Schneeballsystem reden, ich glaube, dann hat sich so oder so schon erledigt. Aber gut, machen wir mal weiter. Die nette Betrügerin hat ja jede Menge Zeit mitgebracht, um ja jede Menge Zeit mit uns hier am Telefon zu verplempern. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von unserer netten ja, Betrügerin hier haltet. Wir werden keine Gewinne haben, werde ich kein Gehalt bekommen. Ja? Also, das ist ja ein Scheißjob. Ich werde alles machen, also... um Sie mehr Profiten zu haben. Wir nehmen 2% von Ihrer also Gewinn und als Gebühr. Aha. So. Und auch also jetzt nach der Aktivierung kriegen Sie, wie ich habe gesagt, Anruf von unserer Finanzabteilung, ja. Sie werden Ihr eigenes Finanzberater haben. Mein eigenen, der ist denn nur für mich? Wie bitte? Das ist dann mein eigener, den darf ich behalten. Der ist denn nur für mich? Genau. Okay.
Zum Beispiel, wenn Sie Fragen haben und so weiter, einfach. Also Sie werden eine Arbeitsnummer haben, schreiben Sie bitte per WhatsApp, per E-Mail oder anrufen Sie. Also Sie werden einen Termin vereinbaren zusammen, ja, und dann ich Handel weitermachen. Ja, und gibt es da auch irgendwie Gummibärchen? Wie bitte? Gibt es da auch Gummibärchen bei guter Führung? Können Sie nochmal sagen, ich habe nicht verstanden. Ob es da Gummibärchen bei guter Führung gibt? Ja, genau, ich gebe das auch. Okay, dann klingt das ja gut, ja? Mhm. Genau, alles klar. Also allerspätestens hier ist, glaube ich, eindeutig, was wir hier für ein Unternehmen dran haben. Denn, naja, also nach der Frage mit den Gummibärchen, ich weiß nicht, was die da am Telefon zu suchen hat und was sie uns genau beraten möchte, aber sie versteht ja gar nichts von dem, was wir hier eigentlich am Telefon von uns geben und sagen. Tja, und solche Unternehmen spielen Handelsplattformen und möchten von euch Geld haben, was ihr da einzahlt und nie wiedersehen werdet, denke ich mal. Also, sollte ja ganz klar sein, bei dem, was sie hier von sich gibt, das ist doch nur noch Wahnsinn. Also ich kann es wirklich nicht mehr nachvollziehen, warum die überhaupt so lange am Telefon ist und so lange versucht, ihr Ding da durchzuziehen und eigentlich nur so viel Stoß von sich gibt. Tja, die einzige Antwort darauf kann eigentlich nur sein, weil sie gar nicht mitkriegt, dass wir sie hier veralbern und sie überhaupt nicht der deutschen Sprache mächtig ist, sondern einfach nur abliest, ja, und drei Wortbrocken kann. Das erklärt sich auf jeden Fall auch dafür, dass die ihr Deutsch nur von dem Blatt Papier aus gelernt haben und vorher überhaupt nichts gelernt haben. Also zumindest nicht unsere Sprache. Einfach nur gruselig und weiß ich nicht, was ich davon noch halten soll. So, nach der Aktivierung kriegen Sie alle Zugangsdaten. Damit können Sie einloggen, Ihr Balance sehen, ja? Ja, muss und ich mich da also einloggen oder kann man das auch einfach gar nicht machen? Also, momentan gibt es keine App, aber können Sie über Browser das also, einloggen. Ja, aber Robotsystem haben wir auch App, ja? Also aber gibt es da nicht irgendjemanden, der das macht? Weil ich habe da keine Lust, mich einzuloggen. Das kann doch wer anders machen. Es gibt doch da lauter billige Leute. Meinen Sie Handeln oder was? Ja, ich will das gar nicht machen. Das soll wer anders für mich machen. Ja, deswegen, wir geben Ihnen Finanzberat, ja? Also einfach brauchen Sie dreimal, also weiß ich nicht, also öffnen Ihr Konto, schauen, wie viel haben Sie auf Balance, ja? Andere Arbeit machen unsere Finanzberater und unsere Robotsystem, ja? Sie brauchen nichts machen, ja? Sie brauchen kein also Bitcoin kaufen, verkaufen oder etwas. Ja, Cola-Coin will ich ja haben. Wie bitte? Na, die Cola-Coin, die nehme ich. Cola-Coin möchten Sie mit? Ja. Warum, also mit Cola-Coin? Na, weil die sind ja neu und wenn man so eine neue Dings kauft, dann kann man ja da mehr Gewinne machen. Oh. Okay, dann also können Sie einfach sagen, Ihr Finanzberater und können Sie mit Cola-Coin, also Coin-Cola, ja? Cola-Coin. Aha. Ja, das nehme ich denn. Okay. Dann also einfach brauchen wir Ihr Konto, also aktivieren. Für die Aktivierung brauchen wir diese Einzahlung machen. Danach werde ich reflektieren Ihr Balance, ja. Und so können wir schon weitermachen und Fortschritte also nehmen. Aha. Zum Beispiel darf ich wissen, also welche Bezahlungsmethode benutzen Sie? Welche meinen Sie denn? Zum Beispiel benutzen Sie PayPal, Online-Banking oder Kreditkarte? Ja. Okay, Sie können zum Beispiel, wenn Sie schon möchten, Ihr Gewinn auszahlen lassen, können Sie einfach also dort schreiben Betrag, ja, wie viel möchten Sie nehmen? Mhm. Und also wählen Methode, ja, mit Kreditkarte, mit Online-Banking, mit PayPal und können Sie einfach Ihr Geld zurücknehmen. Wie zurücknehmen? Wieso denn? Wenn also, können Sie kaufen, was Sie wollen. Weiß ich nicht, was möchten Sie kaufen? Cola-Coin. Okay, Cola-Coin. Dann also machen wir Aktivierung, ja? Dann können Sie also mit Cola-Coin arbeiten. Ja.
Okay, gemäß sind Sie mit 250 also machen oder mit 500 oder mit 1000? Nur da, wo am besten das bei rauskommt, das was so am geilsten knallt. Am besten ist 1000, ja? Ja, dann nehmen wir das. Okay, dann machen wir 1000. Mhm. Kann man da mit, nicht mehr machen? Wie bitte? Kann man da mehr? Wenn, also können Sie das mit Ihrem Finanzberater machen. Ach so, der greift dann richtig in die Tasche nachher. Dann machen wir mit 1000. Okay? Ja. Haben Sie Kartinformationen, also haben Sie Kreditkarte? Was wollen Sie denn da für eine? Zum Beispiel haben Sie Master- oder Visa-Karte? Ja. Okay, ist das Visa oder Master? Na, beide. Okay, wenn Sie möchten, ich kann von meiner Seite das machen, aktivieren? Ja, so dass ich da faul rumsitzen muss oder gar nichts mache und. Einfach brauchen Sie diese Transaktion bestätigen. Ach, da muss ich ja doch was machen, ne? Wie bitte? Also, ja, also ich habe ja gesagt, solange wie ich nichts machen muss, mache ich damit. Okay, ja. Also können Sie sagen, also Ihr Mastercard beginnt mit 5 oder mit 4? Meine Mastercard? Ja. Ach so, weiß ich nicht, mit welcher Nummer die beginnt. Soll ich da mal gucken? Okay. Warten Sie, dann gehe ich mal ins Portemonnaie und guck mal. So, ich war jetzt gucken. Aha. Ja, die Mastercard, die beginnt mit einer 4. Mastercard beginnt mit 4? Ja. So, okay, sagen Sie mir bitte. Was denn? Können Sie sagen, die Nummer, damit ich kann also von meiner Seite das machen? Ach so, das hätten Sie jetzt eher sagen müssen, weil jetzt bin ich ja schon wieder zurück. Ach so. Ja, dann hätten Sie das doch gleich sagen müssen. Sie hatten doch nur gefragt, ob die mit einer 4 oder mit einer 5 anfängt. Und deswegen hatte ich jetzt nur geguckt, ob die mit einer 4 oder einer 5 anfängt. Aber ich habe ja die Karte jetzt gar nicht mitgenommen, wissen Sie? Aber wissen Sie, also Mastercard kann nicht mit 4 beginnen. Nee? Nee. Aber Sie haben doch gefragt, ob die mit einer 4 oder mit einer 5 beginnt. Ja, ich habe gefragt. Ja, vielleicht habe ich auch auf die Visa geguckt, das kann sein. Ja, und auch, Sie haben geguckt und haben Sie gesagt, also das beginnt mit 4. Das kann nicht sein, das ist nicht Mastercard. So, dann habe ich mich bestimmt verguckt, dann gehe ich nochmal gucken. Gucken Sie nochmal bitte. Ja, kein Problem. Jetzt ist so leise bei Ihnen. Leise? Warum meinen Sie so? Ja, da war auf einmal leise. Ja. Jetzt ist das besser? Ja, jetzt höre ich wieder was. Haben Sie auf Lautsprecher mir gelässt, oder? Was? Haben Sie Lautsprecher also jetzt gemacht, Ihr Handy? Wie meinen Sie das? Ich höre meine Stimme einfach. Ach so, weiß ich nicht. Wie macht man das? Soll ich das machen? Nein, können Sie nicht mehr. Okay. Okay. So, also die Masterkarte oder die Visa-Karte? Masterkarte. Okay, warten wir. Dann gehe ich mal gucken. Ja, stimmt, die fängt mit einer 4 an. 5 meine ich. Master und beginnt mit 4. Ja, eine 5, ja, die Masterkarte mit 5, ja. Ah, okay. Können Sie mir sagen, die Nummer von Ihrer Masterkarte? Welche denn? Damit können Sie diese Einzahlung machen. Ich werde von meiner Seite das probieren. Ach so, Sie meinen die ganz lange Nummer, die da drauf steht? Ja, genau. Hm. Da muss ich mal meine Brille holen. Haben Sie gefunden? Ich suche noch meine Brille. Okay.
Tja, hier haben wir tatsächlich wieder eine Betrügerin dran, die sich unfassbar viel Zeit für uns nimmt und, naja, auf jeden Fall abwartet, bis der Kunde soweit ist. Ja, das ist aber auch wieder nicht nett von ihr, sondern einfach nur eine Taktik, um vielleicht an das Geld noch irgendwie ranzukommen. Ja, ich meine, man merkt es ja im gesamten Gespräch. Eine richtige, wirkliche, echte Kommunikation findet hier zwischen uns beiden eigentlich überhaupt gar nicht statt. Denn, naja, immer wenn ich irgendwas antworte, sei es noch so dämlich, dann, ja, macht sie einfach weiter in ihrem Skript. Höchstens ist sie mal allenfalls ein kleines bisschen verwirrt, aber der Zustand hält ja auch irgendwie nicht lange an. Man merkt ja auch schon wieder in dem Video, es entstehen ganz, ganz lange Sprachpausen, wo sie dann einfach die ganze Zeit abwartet und immer noch die Hoffnung hat, dass sie Geld von uns bekommen wird. Naja, dass wir den Zahn ziehen, das ist, denke ich mal, klar und nur noch eine Frage der Zeit. So, meine Brille habe ich jetzt gefunden. Okay, sehr schön. Jetzt muss ich nur noch kurz überlegen, wo ich die Karte hingelegt habe. Haben Sie überlegt? Hallo? Ja? Ja, haben Sie überlegt? Was denn überlegen? Welche Karte möchten Sie benutzen? Na, Sie haben doch gesagt, ich muss die Mastercard nehmen. Okay, dann sagen Sie mir bitte diese Nummer. Ja, warten Sie. So. Dann gucken wir mal nach der Mastercard-Nummer. So, also die mit der 5, die lange Nummer, ja? Ja, die 16 Nummer. So, eine 5. Aha. Wo war ich jetzt? Eine 5. Dann 473, 412, 471, 621, 262. Nochmal bitte. Eine 5. Ja? Warten Sie kurz. Nochmal bitte? Also Sie haben jetzt die 5, ja? Ja. Dann kommt 473, 412, 471, 621, 262. Okay. 671. Nee, 62. 62. Also können Sie sagen, also 5, 4, 7, 3 dann? 5, 4, 7, 3 und dann soll ich nochmal sagen die Nummer. Ja, sagen Sie. 412, 471, 621, 262. 200 dann? 62. Moment. Und der Ablaufdatum? Das Ablaufdatum? Ja. März 25. Aha, und auch drei Nummern auf der Rückseite. Und welche drei Nummern? Auf der Rückseite gibt es drei Nummern. Ach so, 579. 579. Ja. Okay. Können Sie nochmal wiederholen, also die lange Nummer? Welche lange Nummer? Die 16 Nummer. Ach so, die hatte ich doch jetzt schon dreimal wiederholt. Haben Sie die nicht richtig also aufgeschrieben? Sie haben sehr schnell, gesagt, also ich habe nicht richtig geschrieben. Ach so, warten Sie denn? Muss ich nochmal gucken. So, also die komplette Nummer, ja? Ja, komplette. So, das ist dann, also die ganze Nummer, ja? Genau. Ja, das ist dann die 54, 73, 41, 24, 71, 62, 12, 62. Okay. Haben Sie das jetzt? Das ist falsche Karte, Frau Meister. Nein. Sie haben falsch gemacht. Warum habe ich was falsch gemacht? Ich habe Ihnen noch die Nummer gesagt. 54, 73, ja. 41, ja. 24, ja. 61, nein. 62. Ja, schon falsch. Sie haben ja was falsch. Dann sagen Sie nochmal. Ja. 716, 212, 62. Können
nur eine Nummer sagen. 5, 4, 7, 3. Achso, also einzeln dann. Ja, genau. Okay, dann habe ich eine 5. Aha. Dann eine 4. Aha. 7, 3, 4, 1, 2, 4, 7, 1, 6, 2, 1, 2, 6, 2. Langsam bitte, langsam. Noch langsamer. Ja, noch langsamer. Nochmal von vorne? Ja. Ja, unsere Betrügerin, die kann wohl wieder nicht so gut mit Zahlen umgehen. Das macht aber nichts. Dann wiederholen wir das Ganze natürlich dementsprechend sehr gerne nochmal sehr langsam, damit wir hier noch ein bisschen Zeit verplempern. Ist ja nicht so, als würden wir hier nicht schon ewig an der Telefonleitung hängen. Tja, aber das zeigt einfach wieder, was die sich hier teilweise auch für Zeit in den Callcenter nehmen. Es sind nicht alle Callcenter so, die allermeisten legen natürlich ganz schnell auf und sind dann recht schnell weg. Aber gerade solche längeren Gespräche können schon dazu führen, dass, naja, die Opfer sich in Sicherheit wiegen und dann da doch einzahlen, weil das Unternehmen nimmt sich ja eine ganze Menge Zeit für euch. Das kann man leider eben auch positiv werden. Ja, dass das Ganze nicht positiv ist und trotzdem eine Abzocke bleibt und das Geld nachher am Ende weg ist, tja, das ist, ja, ganz sicherlich klar. Das ist am Ende einfach so. Macht euch am Ende euer eigenes Bild. Ich meine, das kann ich nicht beeinflussen oder sollte ich nicht beeinflussen, aber naja, ich denke mal, es ist allen klar. Wer hier so lange versucht, so schwabbelig die Zahlen durchzugeben und eigentlich kein Deutsch kann und, naja, auch keine wirklichen Informationen liefert, das kann nur Betrug sein. Eine 5? Aha. Haben Sie? Ja, ich habe. Eine 5, ja? Ja, 5. Dann kommt eine 4. Ah, das habe ich auch. Okay. Dann habe ich eine 7. Aha, dann? Haben Sie aufgeschrieben? Ja, ja, ja. Ja, als nächstes Zahl kommt dann eine 3. Aha. Well, schon, dann? Dann kommt als nächste Zahl eine 4. Aha. Ja, haben Sie? Ja, ja, ich habe. Hm. Die nächste ist dann eine 1. Aha. Nächste? Dann haben wir als nächste Zahl kommt dann hier die 2. Ja. Nächste? Die nächste Zahl, die hier in der Zahlenreihenfolge drin steht, das wäre dann eine 4. Aha. Haben Sie, ja? Ja, ich hab. Ja. Nach der 4 kommt dann direkt eine 7. Okay. Dann? Hm. Die nächste Zahl, die hier steht, das ist dann eine 1. Aha. Ja? Ja, ja, ich habe. Hm. Die nächste Zahl, die wir dann haben, kommt, die nächste Zahl, die jetzt hier draufsteht, das ist dann die 6. Okay. Ja. Haben Sie, ja? Hab ich. Okay. Dann die nächste Zahl, das ist dann eine 2. Aha. Haben Sie, ja? Dann kommt wieder eine 1 direkt danach. Okay, dann? Ja. Dann kommt eine 2. Aha. Ja. Die nächste Zahl ist dann eine 6. Ja. Ja, haben Sie auch aufgeschrieben, ja? Ja, 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 ich habe. Ja, und die letzte Zahl, die dann hier draufsteht von der 16-stelligen Nummer, das ist dann eine 2. Okay, jetzt kriege ich. Moment. Warten Sie? Ja. Okay. Sie haben gesagt, möchten Sie mit 250 machen? Nee, wir wollten doch mehr machen, oder nicht? Mehr, 1000. Ja, ja. Okay, warten Sie kurz. Weil wenn, dann muss ja gleich richtig scheppern. Okay. Normalerweise, wie bestätigen Sie diese Transaktionen? Wie bitte? Normalerweise, wie bestätigen Sie Transaktionen? Wie meinen Sie denn das? Mit Online-Banking? Na, Online-Banking habe ich auch, ja. Das ist ja was anderes. Okay, können Sie bitte sagen, nach Postleitzahl? Wie meinen Sie denn das jetzt? Oder wie, was denn jetzt? 12055. 12055, ja? 12055. Okay, Sie wohnen in Berlin, ja? Ja. Und Straße bitte? Das ist die Braunschweiger Straße 77. 77. Ja, die Zahl, die also die gleich die Zahl, die nach der 76 kommt und vor der 78. Okay, warten Sie. Worauf denn? Also, ich werde von meiner Seite das checken, ja. Ich werde von meiner Seite Anforderungen schicken an Ihre Online-Banking. Sie werden das bestätigen, diese Transaktion. Ja. Okay. Warten Sie. Ja.
Welche Bank ist das? Sie meinen von der Karte da, wo ich Ihnen die Nummer gerade genau durchgesagt habe, ja? Ja. Also welches Institut? Also das war Mastercard, aber ja. Welche Bank benutzen Sie? Also Sparkasse oder? Nee, das ist die Deutsche Bank. Deutsche Bank, okay. Okay, warten Sie kurz. Okay, darf ich wissen, haben Sie schon Erfahrung oder es war Ihr erstes Mal? Also Sie haben gesagt, haben Sie keine Erfahrung, ja? Nee. Ich habe gesagt, okay. Ich habe da Erfahrung. Haben Sie? Okay. Ja. Mit welcher Krypto haben Sie gearbeitet? Mit welchem Krypto? Also, ja. Nur noch gar nicht. Also mit Krypto habe ich gar keine Ahnung. Okay. Also möchten Sie mit Cola Coin arbeiten? Ja, ja, genau. Das da von dem Getränk. Die sind okay. Ja auch so rot. Darf ich wissen, wie alt sind Sie? Wie alt ich bin? Ja. 29. Wirklich? Ja, wieso? Und arbeiten Sie jetzt? Also, was für einen Beruf haben Sie? Was machen Ach Sie so, beruflich? Was ich beruflich mache? Ja. Fischstäbchenformer. Wie bitte? Fischstäbchenformer. Okay. Dann, jetzt brauchen wir ein bisschen warten, ja? Nehmen Sie sich ruhig Zeit, wenn Sie da ein bisschen länger brauchen. Jeder fängt mal neu an. Warten Sie kurz, bitte. Na klar. Ja. Und Ihre Visa-Karte, also ist auch der Deutsche Bank, oder? Oh ne, da müsste ich erst mal gucken. Die habe ich ja jetzt nicht geholt, die andere Karte. Sie wollten okay, ja jetzt kann die... Kann Sie gucken? Na, wir haben doch jetzt die Masterkarte genommen, oder nicht? Dann brauchen wir doch nicht noch ja, eine Kreditkarte. Ja, ich habe eine Masterkarte genommen, aber ja. Einfacher zum... Also normalerweise beschäftigen Sie mit Online-Banking mit dem Handy oder mit dem Computer? Nee, bei Online-Banking habe ich einen TAN-Generator. Aber bei der Masterkarte, da habe ich hier wie so eine sowas im Handy. Okay, bekommen Sie also Nummer, SMS, ja? Nee, da habe ich so eine komische App, wo das drin ist. Okay, warten Sie kurz. Mhm. Jetzt schaue ich was. Ja. So, wie ich habe gesagt, nach der Aktivierung, ja, kriegen Sie Anruf von unserer Finanzabteilung, ja, Sie werden zusammen, also Cola Coin kaufen, ja, und können Sie Ihr Handelsschein begeben, ja. Jetzt, wir brauchen auch Sicherheitsprofilen, ja, damit können Sie also sicher sein, dass Sie sprechen nur mit Ihrem Finanzberater, ja, das ist für Ihre Sicherheit. Darf ich wissen, welche Sicherheitscode möchten Sie wählen? Was meinen Sie damit? Warten Sie kurz. Herr Schmauchbauch, also Ihre Visa-Card war, ist es auch in Deutsche Bank, also oder andere Bank benutzen Sie? Wieso? Na, Sie haben doch jetzt eine Kreditkarte bekommen. Also mit Ihrem Mastercard, das hat nicht geklappt. Ich weiß nicht warum. Also haben Sie da was falsch gemacht? Nein, also ich schaue, also ich habe alle Nummern richtig geschrieben, aber es hat nicht geklappt. Weiß ich nicht warum. Können Sie bitte geben mir Visa-Kartinformationen, ja? Damit ich kann probieren, also. Ja, dann muss ich die aber erst holen. Okay, kein Problem, ich warte auf am Apparat. Okay.
Ja, und dann lassen wir die nette Mitarbeiterin wieder warten und warten und warten und warten. Tja, bis wir das Gefühl haben, jetzt gehen wir schnell wieder ran, bevor die nette Tante auflegt. Und ihr könnt euch vorstellen, so lässt sich jede Menge Zeit gewinnen in diesen Gesprächen. Währenddessen die Betrüger sich in Sicherheit wiegen und denken, der Kunde ist gerade blöd genug, irgendwie da doch noch Geld einzuzahlen und die können da irgendwie noch ja, das Geschäft der Woche machen oder so. Weil die denkt ja hier, wir sind ja da dazu bereit, 1000 Euro da drin zu versenken in der Firma. Ja, einfach immer nur wieder gruselig, dass die sich da so viel Zeit für nehmen und naja, es gibt Betrüger, die legen hier einfach auf. Aber es gibt halt eben auch Betrüger, die halten eine ganze Weile durch und genau da ist auch eben die Gefahr. Ja, wird sich quasi an ältere Menschen angepasst, die halt vielleicht auch tatsächlich gerade eine Weile brauchen, dass sie ihre Karte haben und vielleicht noch der Lesebrille rausgekramt haben. Ist tatsächlich ein Problem, solche Betrüger. Auch wenn die hier überhaupt nichts versteht, aber die wirkt ja erstmal, auch wenn die Stimme piepsig ist, nett und freundlich. Ja. Sie bekommen zwar nichts mit, aber manchmal weiß man halt auch nicht, warum Menschen genau auf sowas eben auch reinfallen. Und das ist halt eben leider auch der Fall, dass Menschen da ihr Geld einzahlen. Von daher teilt auf jeden Fall die Videos mit allen euren Leuten, mit eurem Umfeld, die ihr so kennt. Ja, umso mehr Leute darüber einfach Bescheid wissen, umso eher können wir verhindern oder möglichst verhindern, dass die Menschen auf genau solche Maschen reinfallen. Von daher schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung. Hier sind auch die Links von allen Social-Media-Plattformen, wo wir mit Callcenter-Abzocke eben auch vertreten sind. Haben Sie gehört? So, die Visa-Karte wollten Sie haben, ja? Ja. Dann haben Sie also Visa-Karte dabei? Ne, die nehme ich denn jetzt, ja. Okay. Muss ich noch meine Brille holen? So, die Vista-Karte, ja? Ja. So, das ist dann die 453, 205, 569, 661, 930, 6. Können Sie langsam sagen und also wer dann? Ach so, also erstmal die 4, ja? Die haben Sie, ja? Ja. Okay, haben Sie aufgeschrieben, die 4, ja? Ja, ich hab. Okay, dann die nächste Zahl ist dann eine 5. Aha, nächste? Haben Sie, ja? Ja, nächste, sagen Sie. Dann kommt eine 3. Aha. Haben Sie aufgeschrieben, ja? Ja, ich habe geschrieben. Also steht bei Ihnen jetzt 4, 5, 3, ja? Ja. Okay, die nächste Zahl ist dann die 2. Aha. Dann kommt als nächste Zahl eine 0. Ja. Dann? Dann kommt eine 5. Aha, dann? Als nächste Zahl kommt dann 5. Aha. Also haben Sie jetzt 5, ja? Ja. Die nächste Zahl ist dann eine 6. Okay, dann? Jetzt kommt eine umgekehrte 6, also eine 9. Nochmal 6, ja? Nee, eine umgekehrte 6. Ah, okay. Also eine 9. Okay. Ja, dann kommt eine 6. Aha. Haben Sie, ja? Ja. Dann kommt wieder eine 6. Aha. Dann kommt eine 1. 1. Ja. Die nächste Zahl, die hier drauf steht, ist dann eine 9. Aha. Ja. Haben Sie, ja? Ja, ich hab. Dann kommt eine 3. Ja. Ja. Und die nächste Zahl ist eine 0. Okay. Und die letzte Zahl von der 16-stelligen Nummer ist hier tatsächlich wirklich eine 6. Applausdatum? Ach, das ist das Datum, wo die abläuft.
Ja. Ja, das ist im März 26. 26? Ja. Okay, und drei Nummer auf Rückseite? Ah ja, wieder hier die komischen Nummern. Da steht 588. Okay. Warte Sekunden, jetzt sollen wir warten. Und welcher Bank ist das? Können Sie das da nicht sehen? Nein. Das steht doch normalerweise immer dran. Ich kann nicht sehen. So. Nee. Moment, schau. Ja. Auf Karte ist das nicht geschrieben? Doch, da steht der Bankname drauf. Okay, kann ich das sagen? Da steht Citibank AG. Okay. Warten Sie. Und möchten Sie haben Sie genug Geld, oder? Ich habe genug Geld, ja. Aber man kann ja noch mehr verdienen. Okay. Tja. Als hätte das nicht schon gereicht, dass man hier mit den Kreditkartendaten rumfummelt und die Daten alle durchgibt durchs Telefon. Ja, man möchte halt noch mehr Daten haben. Ja, nur weil es nicht funktioniert, heißt das ja bei den Betrügern nicht immer automatisch, dass man da gleich auflegt. Man probiert es einfach weiter und weiter und weiter, bis man dann die Kohle letztendlich vom Kunden bekommen hat, die man sich erhofft hat. Tja, ich denke mal, in dieser Spirale wird die nette Betrügerin hier immer noch drin sein. Die nimmt sich ja wirklich sehr, sehr viel Zeit für das, was sie hier gerade vorhat. Uns Geld zu bescheißen. Es geht hier schlussendlich um 1.000 Euro. Sie wollte nochmal nachfragen, ob ich mir das quasi überhaupt nur leisten kann. Ja, aber es war ihr dann ganz schnell ja wohl doch selbst egal. Hauptsache, sie kann das Glöckchen läuten. Okay, jetzt brauchen wir ein bisschen warten, ja? Warten ist immer gut. Haben Sie unsere Werbung gesehen oder hat jemand Ihnen unsere Seite empfohlen? Ich war auf irgendeine Werbung drauf. Okay. Benutzen Sie auch Computer? Haben Sie Computer dabei, oder? Nein, einen Computer hat man ja nicht mit dabei. Ein Computer, der ist ja, steht ja. Ein Laptop okay. Kann man zum Beispiel mit dabei haben. Oder ein Tablet. Kennen Sie eigentlich den Herrn Flughafen? Bitte? Ob Sie den Herrn Flughafen kennen? Ja. Ja? Also einfach brauchen wir ein bisschen warten. Ja, jetzt, gerade in 2 Minuten, werde ich sagen, also dass Sie bestätigen diese Transaktion. Moment bitte. Okay. Können Sie bitte öffnen Ihren Computer und herunterladen, also Any Desk, ja? Von unserer Seite, es klappt nicht. Also wir werden von Ihrer Seite das machen. Haben Sie was kaputt gemacht? Wie bitte? Ob Sie was kaputt gemacht haben? Nein, ich brauche, also ich schaue, vielleicht es gibt eine technische Probleme deswegen. Ach so, Sie haben technische Probleme? Ja. Oh, das ist aber nicht gut. Also, weiß ich nicht warum, vielleicht es ist wegen Verbindung. Ja. So, können Sie bitte öffnen Ihren Computer und herunterladen AnyDesk. Was ist das? Haben Sie geöffnet Google? Nee. Öffnen Sie bitte. Was ist denn dieses AnyDesk?
Das ist eine Obligation, damit ich kann von meiner Seite Ihnen helfen, ja, und wir können zusammen von Ihrer Seite diese Transaktion bestätigen. Mhm. Und was macht das so? Wie bitte? Was macht das so? Was meinen Sie da? Na, dieses Anidesk. Also brauchen Sie diese Obligation herunterladen, also in Google, das ist kostenlos. Ja? Ja. Einfach öffnen Sie und da schreiben Sie bitte A wie Anton, N wie Nora. Wie Norma? Nora. Nora? Ja. Oder hier Nautilus. A wie Anton, N wie Nora, Y. Was? Y. Ach so. Also ich soll das jetzt schreiben? Ja, schreiben Sie. Ach so, ja, das müssen Sie aber auch sagen. Ja, ich hab gesagt, aber. Hab ich nicht verstanden. Ja. Hallo? Ja? Ja? Können Sie hier schreiben, also... Wo soll ich schreiben? Ja, A wie Anton. N wie Nora. Ja. Y. Ja. D wie Daniel. Daniel Wilson. E wie... Ja. Ja. E wie Erwin. S wie Siegfried. Ja. K wie Kaufmann. Anidesk. Okay. Sehen Sie jetzt Download Now oder jetzt herunterladen? Nee, wo soll ich das sehen? Ich habe doch das jetzt erstmal nur aufgeschrieben. Okay. Haben Sie heruntergeladen? Was denn? Was soll ich denn runterladen? Anydesk, diese Applikation, wie ich habe gesagt. Nee, das haben Sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, ich soll das aufschreiben. Das habe ich jetzt gemacht. Ja, haben Sie in Google geschrieben, ja? Nee, auf dem Blatt Papier. Schreiben Sie bitte in Google und herunterladen. Ach, in Google. Da mache ich erstmal den Computer an, ja? Ja, ich habe schon gesagt, das öffnen Sie Google und schreiben Sie dort. Ach so, das habe ich nicht verstanden. Das haben Sie denn nicht, kein Problem. Das haben Sie denn nicht deutlich genug betont. Okay, kein Problem. Machen Sie das, sagen Sie mir bitte. Ja, dann schalte ich den jetzt erstmal an, den Computer, ja? Ja, okay. Okay, dann fährt der Computer jetzt hoch. Andere Leute werden mir sagen, also das ist kompliziert und so weiter. Also Respekt Ihnen, ja? Sie machen das sehr schön. Ja, Sie machen das auch sehr schön. Aha, danke. Sind Sie verheiratet? Nee. Und Kinder, haben Sie Kinder? Nee, um Gottes Willen. Die kosten Geld, die stinken. Wenn's scheiße läuft, werfen die mit Kacka und schmieren die Wände mit Essen voll. Nee. Und dann wollen sie irgendwann Taschengeld haben. Und ich bin ja selber schon zu geizig, Geld auszugeben. Und dann soll ich noch welches abgeben? Um Gottes Willen. Ja, nun versucht's die nette Betrügerin, weil es ja so lange dauert, mit ein bisschen Smalltalk. Lobt den Kunden, wie toll das alles läuft und wie toll der Kunde das alles macht. Naja, dass der Kunde, der da auf der anderen Seite der Leitung ist, der sie die ganze Zeit verarscht und veralbert, das hat sie wohl zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so richtig mitbekommen. Naja, mal gucken, wie es ihr am Ende des Gesprächs ergeht, wenn sie dann erfährt, dass ja hier nichts zu holen war und sie die ganze Zeit nur die Zeit verplempert hat. Aber bis zum Ende vergeht noch ein bisschen Zeit. Naja, aber man kann sie ja irgendwie nicht mal in ihrem Leitfaden erschüttern, wenn man nicht so reagiert, wie sie sich das vorgestellt hat. Zum Beispiel, indem ich sie zurücklobe oder eher negativ auf das reagiere, wo sie mit dem Smalltalk gerade anfangen wollte. Naja, zumindest hat sie eins verstanden, dass man Smalltalk am Telefon hält, wenn die Pause ein bisschen zu lange wird. Das hat sie jetzt die ganze Zeit nicht getan und fängt damit auf einmal an. Wahrscheinlich, weil ihr selbst schon im Gespräch langweilig ist und sie so langsam außer Puste ist. Das ist tatsächlich immer ein psychologischer Grund, warum man dann mit Smalltalk anfängt, um sich die Zeit selbst irgendwie ein bisschen dann, ja, schön zu machen.
Weil das Gespräch, das geht ja jetzt hier auch schon eine ganze Weile. Und was sie noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt weiß, es geht auch noch ein kleines bisschen länger, das Gespräch. Und also, welche Motivation haben Sie? Zum Beispiel, ich weiß nicht, möchten Sie etwas kaufen? Nee, ich will das Geld sparen. Aha. Reichtum kommt nicht von Geld ausgeben. Nee, ich kaufe damit nichts, ich will das sparen. Reichtum kommt von Geld halten, nicht Geld ausgeben. Haben Sie PayPal? Nee. Haben Sie keine. Okay. So. Haben Sie schon Ihr Google geöffnet oder noch nicht? Nee, der Computer ist gerade hochgefahren. Der muss jetzt erstmal noch hier so ein Windows-Update. Okay, kein Problem, ich warte. Vielleicht haben Sie andere Karte. Oder diese zwei, also. Soll ich nur haben deutsche Karte, oder? Was für ein Ding? Von anderen Ländern haben Sie andere Karte, zum Beispiel, ich weiß nicht. Spanische Karte, italienische Karte. Nee. Tja, jetzt werden die Fragen aber auf jeden Fall ganz schön wild. Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee kommt, einen deutschen Bürger nach ausländischen Karten zu fragen. Kann vielleicht mal vorkommen, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das eher weniger üblich ist, dass man Bankkarten aus dem Ausland besitzt, weil warum auch? Macht am Ende die Steuererklärung ja nur ganz furchtbar kompliziert. Tja, aber am Ende weiß ich nicht, was er da jetzt von wollte. Ich meine, sie will ja jetzt noch eine Karte haben, ja, weil alle anderen schon nicht funktioniert haben. Aber irgendwie und irgendwas scheint sie immer noch daran glauben zu lassen, dass sie hier mit uns das Geschäft ihres Lebens machen wird. Ich weiß es nicht. Ich meine, gut, wir haben ja jetzt angestachelt und gesagt, dass wir 1000 Euro loswerden wollen und dabei denen in dem Schuppen da versenken wollen. Weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum sie sich immer noch die Finger danach leckt und denkt, dass ich dumm genug bin. Und dadurch, dass ich ja immer noch am Telefon bin, dass da wohl immer noch Interesse ist. Auch wenn die ein oder andere Frage schon ziemlich skeptisch geklungen hat. Naja, aber sie versucht es ja weiter. Haben Sie keinen. Okay. Brauche ich sowas? Nein, ich brauche nicht. Also, wenn Sie haben, also können wir auch das probieren, aber wenn Sie haben keine, also. Ja. Keine Karte, dann sollen wir Annie das hier runterladen. Ah ja, dann sollen wir Anydesk runterladen. Tja, ich meine, ihr kennt's ja, Anydesk und VNC und Remote Desktop und TeamViewer. Finger weg davon, wenn ihr euch damit nicht auskennt, denn damit haben fremde Menschen Zugriff auf euren PC und genau das wollen wir ja verhindern. Ja, aber die Formulierung, die sie hier genannt hat, die macht's ja wieder aus. Wir sollen dann Anydesk runterladen. Tja, damit die Betrüger beim Betrügen eben helfen können. Damit die quasi auf eurem PC dazu führen, dass ihr beschissen werdet. Dann helft ihr quasi nicht mehr selbst beim Bescheißen, sondern ihr schaltet alles frei und der Betrüger, der macht sich dann ja einfach das, was er braucht, über euren Computer von eurer IP. Was Strafverfolgung natürlich auch wieder ziemlich schwierig macht, da ja alle Handlungen direkt über euren PC gelaufen sind und nicht mehr durch Fremde irgendwo zustande gekommen sind. So arbeiten die Betrüger eben auch. Herr Rudolf, also benutzen Sie WhatsApp? Nee. Benutzen Sie keine. Aber Mail benutzen Sie, ja? Ja, eine Mail habe ich und Telegram. Telegram habe ich keine. Okay, können Sie bitte per Mail Ihre Ausweis schicken? Foto von Ihrem Ausweis. Ja, wenn das Windows-Update fertig ist. Okay. Aber Ihre E-Mail-Adresse ist falsch. Die ist falsch? Ja. Können Sie sagen, Ihre E-Mail-Adresse? Na, was steht denn da bei Ihnen drin? Können Sie mir sagen. Sagen Sie bitte. Ja, da muss ich am Computer gucken, weil die weiß ich nicht auswendig. Okay, rudolf.schmauchbauch, @email.com. Ach so, nee, da ist irgendwas falsch gegangen.
rudolf.schmauchbauch@googleemail.com oder? Sie meinen Gmail? Ja, genau. Ah, okay, warten Sie kurz, ich schaue ich nochmal. Moment bitte. Und how, also Sie haben gesagt, haben Sie kein PayPal und kein WhatsApp oder? Ja. Okay. Und benutzen Sie nur Telegram, ja? Telegram, ja. Telegram, okay. Moment, jetzt einfach Servus, also schreibe ich Hallo. Also für die Verifizierung brauche ich Ihre Ausweis auch. Ja. Okay? Ja. Schicken Sie mir bitte ein Foto von Ihrem Ausweis. Ich habe anders, also, mal probiert. Nein, Ihr E-Mail ist falsch. Können Sie mir schreiben, also, per E-Mail? Ja? Was denn? Haben Sie also Ihr Google geöffnet oder haben Sie Ihr Computer installiert oder noch nicht? Na, das Update ist gleich fertig. Okay. So. Möchten Sie sicher 1.000 machen? Vielleicht möchten Sie mehr investieren mit Ihrem Finanzberater oder? Na, wenn mehr geht, dann mache ich auch mehr. Mehr wie viel meinen Sie zum Beispiel? So. Na, weiß ich nicht, das müsst ihr ja sagen. Ich habe ja keine Ahnung. Ja, mit 4.000 Euro, es wäre besser, ja? Mit 4.000 Euro, man kann mehr Profiten haben. Ja. Können Sie mit 5.000 Euro im Handel beginnen? Oder möchten Sie mit 1.000 zuerst probieren? Na, wenn Sie sagen, 5.000 geht jetzt doch, weil vorhin haben Sie ja gesagt, geht nicht. Ja, jetzt geht nicht, aber mit Finanzberater können Sie das machen. Ja, da machen wir denn mehr. Okay, mit Finanzberater, also wenn Sie schauen, wenn Sie genug Gewinn haben, können Sie auch also mehr investieren? Mhm. Können wir alles machen, ja. Okay. Aber zuerst, Sie haben gesagt, möchten Sie mit 25 Euro beginnen, ja? Was ist passiert? Warum haben Sie Ihre Meinung geändert? Na, wenn Sie sagen, da kann man mehr verdienen, dann mache ich das so. Ja, das ist logisch, ja, aber mit zuerst haben Sie gesagt 25 und jetzt sagen Sie 1.000. Dann haben Sie gesagt, also 250, dann 500 und jetzt 1.000. Jetzt sagen Sie mir 5.000. Na, Sie haben ja vorher nicht gesagt, wie viel ging, das wusste ich ja noch nicht. Und dann haben Sie ja immer höher gesagt und ich habe nur ja gesagt. Okay, wir haben nur ja gesagt. Okay. Also wenn ich sage, können wir mit 200.000 Euro machen. Sagen Sie auch, ja? Nee, so viel habe ich nicht. Ah, 200.000 haben Sie. Haben Sie schon Ihr Computer installiert? Na, ich versuche mich gerade per E-Mail einzuloggen. Okay. Ja, Ihre Karte funktioniert nicht. Also, vielleicht, es ist nicht geöffnet für Online-Transaktionen, deswegen... War das eine Frage? Ja, ich habe gefragt, also vielleicht, also es funktioniert nicht mit Ihrem Visa und Mastercard, also weil es ist nicht geöffnet für die Online-Transaktionen. Ach so, ja. Online geht das nicht, nee. Aber wir sind doch am Telefon. Ja, aber das ist online, ja? Warum haben Sie nicht gesagt, dass also es ist nicht geöffnet für Online-Transaktionen? Na, weil ich dachte, das ist doch jetzt über Telefon, dann ist doch das gar nicht online. Deswegen habe ich doch gesagt, das machen wir dann aber am Telefon, weil Sie das dann machen sollen, weil am Computer geht das nicht. Deswegen habe ich ja gesagt, das sollen Sie machen und ich mache das nicht. Nein, wir machen das nicht mit Telefon, wir machen das mit dem Computer, das ist online. Ach, ihr macht das dann am Computer, na, das kann ich ja nicht wissen. Also, wie meinen Sie, wie kann man mit Telefon Online-Transaktionen machen? Na, wenn man, ich dachte, das ist dann anders, wenn man das am Telefon sagt. Ich dachte, dann funktioniert das. Nein, das ist online, also... Okay.
Na, so ganz langsam wird ja unsere nette Betrügerin denn doch ein bisschen hellhörig und fängt an, skeptische Fragen zu stellen. Vielleicht ist ihr auch mal nach einer Stunde Telefonat aufgefallen, dass wohl irgendwas nicht so ganz nach dem Plan läuft, wie sie sich das vorgestellt hat. Und dass der Kunde hier eigentlich die ganze Zeit schon an der Macht quasi des Gesprächs sitzt. Ja, aber das ist halt wahrscheinlich auch der Grund, warum die nicht mehr ganz so oft so lange am Telefon bleiben. Ja, vielleicht werden sie schon darauf geschult, dass ab einer bestimmten Minutenanzahl das definitiv eh kein Verkauf mehr wird. Aber weiß man ja natürlich auch immer nicht. Gerade ältere Menschen brauchen ja auch einfach ein bisschen länger. Ja, oder wenn man Leute bescheißen will, die vielleicht geistig auf einer anderen Höhe sind als alle anderen. Die brauchen natürlich, oder was heißt natürlich, vielleicht auch einfach ein bisschen länger. Und, naja, zumindest, wenn die Betrüger irgendwann nicht mehr ganz so viel Zeit in die Gespräche investieren, ist es schon mal sicherer, dass es weniger Opfer geben wird. Das ist also auch positiv. Naja, aber es schwingt halt immer so ein unterschwelliges, negatives Beisein mit, weil letztendlich gibt es halt immer noch Betrüger, die sehr, sehr lange mit uns telefonieren. Auch wenn es nicht mehr ganz so oft vorkommt. Ich meine, dadurch, dass man ja die Arbeit hier immer und immer und immer und immer wieder das Gleiche letztendlich am Telefon hat, das stumpft natürlich auch ab. Vielleicht ist es auch einfach nur eigene Erfahrung von uns jetzt hier auf dem Kanal, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja bei fremden Stimmen eben auch anders. Weiß ich halt nicht. Naja, schauen wir einfach mal weiter. Also ist online handeln, wie ich habe gesagt. Also, ach so. Wir handeln online. Ja gut, da kenne ich mich zu wenig mit aus, da sind Sie ja die Fachexpertin. Okay, haben Sie schon also Ihr Google geöffnet? Ich dachte, ich soll erstmal meine E-Mail-Postfach aufmachen. Okay, machen Sie das. Deswegen, ich mache jetzt erstmal das E-Mail auf. Mal eins schön nach dem anderen. Nicht so schnell. Okay, möchten Sie auch, Moment bitte. Möchten Sie auch 10.000 investieren? Also wir haben Möglichkeit mit 10.000 zu beginnen. Nee, so viel kann ich nicht. 5.000 geht maximal. 5.000 geht, aber 10.000 geht nicht. Vielleicht auch 6. 6 könnte ich noch machen, aber mehr geht nicht. Oh, mehr gibt es nicht. Okay. Warum haben Sie nicht Ihren Ausweis geschickt? Na, ich suche noch Ihre E-Mail. Sie haben doch gesagt, Sie haben mir eine E-Mail geschickt. Nein, also Ihre E-Mail-Adresse war falsch. Deswegen, also Sie haben nicht bekommen. Ach, ich dachte, Sie haben schon geschickt. Ich suche die ganze Zeit. Nein. Einfach öffnen Sie Google. Ich werde das also von meiner Seite Ihnen helfen. Ja, dann mache ich jetzt Google auf, ja? Schreiben Sie dort A wie Anton. Warten Sie, das muss noch laden. Das ist nicht so schnell, das Ding hier. So, jetzt bin ich auf Google. Okay. So. Ja, und dann? Schreiben Sie dort A wie Anton, N wie Nora. Also, ja. Y. Warten Sie, ja. D wie Deutschland. E wie Emil. Ja. S wie Siegfried, K wie Kaufmann. Ja. Anidesk. Oh je. Ja, habe ich, Herunterladen Sie bitte. Ach so, aber ich bin jetzt erstmal auf Google mit den Suchergebnissen. Ja, suchen Sie und also klicken Sie auf erster Link, ja, und herunterladen. Ja. Ja. Jetzt lädt er was runter. Hat das geklappt? Weiß ich noch nicht. Jetzt ja. So und denn? Aha. Dort sehen Sie neunteilige Nummer. Eine neunteilige Nummer? Ja. Und wie viele Ziffern hat die? Was sehen Sie dort? Weiß ich nicht, muss doch erstmal installieren, oder nicht? Öffnen Sie diese Applikation. Ja, muss erstmal installieren. Ja, installieren Sie. Sehen Sie Download Now oder jetzt herunterladen. Na, das habe ich ja schon gemacht, jetzt muss ich es doch erstmal installieren. Okay, installieren Sie bitte. Haben Sie eigentlich gute Laune? Hey, bitte? Ob Sie gute Laune haben? Ja, okay. Ja, weil Sie hören sich so genervt an. Nee. Also haben Sie gute Laune. Danke schön, Sie auch. Ja. Soll ich das ändern? Wie bitte? Soll ich das mit der guten Laune ändern? Nein. Nee? Nein. Möchten Sie? Ja. Weil du hast deine Zeit verplempert. Okay, ich hab geendet.
Ja, ganz viel Zeit verplempert. Ach, okay. Betrügerin. Wie bitte? Du bist eine Betrügerin. Ja, warum meinen Sie so? Ja, weil du das gleiche Skript vorliest wie alle anderen Betrüger. Also wissen Sie, sowieso, ich bekomme mein Gehalt, ja? Das ist ja nicht schlimm, aber dein Chef hat dadurch einen Schaden. Aha, Sie haben Ihre Zeit verschwendet? Nee. Aber ich sowieso bekomme mein Gehalt. Ja, das ist ja nicht schlimm, dass du dein Gehalt bekommst. Das gehört sich ja auch so, aber dein Chef hat dein Gehalt umsonst bezahlt, weil ja? er keine Leistung von dir bekommen hat. Nein. Doch, doch, er hat ja keine Leistung erhalten. Und okay. Wir telefonieren ja schon über eine Stunde 13 Minuten. Ja, Sie haben Ihre Zeit verschwendet. Nee, ich habe deine Zeit verplempert. Also beziehungsweise die von deinem Chef, aber deine hängt ja da unmittelbar mit dran. Sowieso, ich bekomme mein Gehalt, also Sie haben Ihre Zeit aber dein Chef... Sie sind 29 Jahre alt. Nee, das ist auch gelogen. Aber der Name ist auch gelogen und die E-Mail-Adresse ist gelogen. Ja. Okay. Und wie alt sind Sie? Also das sage ich nicht. 10? Nee. 9? Also ich glaube, mit 10 oder 9 könnte man nicht die Betrüger verarschen. Also wissen Sie, ich bin kein Betrügerin. Also doch. Sie sind Betrüger. Ja, aber Sie arbeiten für einen Betrüger. Und also aber Ihr Chef ist ein Betrüger. Wissen Sie, also ich habe ab die ganze Firma ist Betrug. Gewiss, also, dass Sie Betrüger sind, ja? Ja. Und deswegen bleibst du so lange noch dran am Telefon? Einfach, also, ich wünsche Ihnen also schlechte Tag. Ja, das wünsche ich ja Betrügern auch immer. Danke schon, Herr. Hast du jetzt wenigstens schlechte Laune? Wie bitte? Ob du jetzt schlechte Laune hast? Ich habe schlechte Laune. Ja. Ihre Mutter hat auch schlechte Laune, wissen Sie? Ja, die hat öfter schlechte Laune. Ist ja gerade hier immer noch mit der Corona-Scheiße und so. Naja, und dem komischen Ukraine-Gedöns da, da kann man ja nur noch schlechte Laune kriegen. In Ukraine? Okay. Wie heißt Ihre Mutter? Meine Mutter? Ja. Ja, das sage ich nicht, wie die heißt. Und kennen Sie Erwin Schulze? Haben Sie mit Erwin Schulze gesprochen? Erwin Schulze, den habe ich auch, glaube ich, schon mal dran gehabt. Das ist ja auch einer von den Betrügern. Ja. Okay, möchten Sie nochmal sprechen, oder? Ja, nehme ich nochmal dran, ja. Aha, okay. So, das war alles. Ja? Ich wünsche Ihnen schlechte Tag. Ja, aber wir hören uns bestimmt öfters noch, weil den Herrn Flughafen, den hattest du ja auch schon dran. Okay. Herr Flughafen dann, und dann den... Einfach Schuss her, also sind Sie nicht seriös, also ja. Sie reden, also... Aber ich verarsche dich wieder. Erfolg haben in Ihrem Leben, also... Ja. Aber ich verarsche dich wieder, das schaffe ich ja öfters. Wir haben ja beide schon mal... Wir haben ja beide schon mal ganz lange miteinander gesprochen. Aha, danke schon. Das war sehr nett. Ja. Das war sehr angenehm. Also, warum nicht? Also, ja, sehe ich auch so. Warum nicht? Genau. Man muss im Leben auch, also kennenlernen schlechte Männer. Genau. Ja. Deswegen, ich bedanke Ihnen. Ja, bitteschön. Okay, dann tschüss. Ja, bis nächstes Mal. Ja, also dafür, dass das eine Betrügerin war, haben wir ja hier noch ein halbwegs höfliches Verabschiederchen gehabt. Naja, außer das mit meiner Mutter und so. Naja, aber das hat sich ja auch dieses Mal hier wirklich noch deutlich in Grenzen gehalten. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zerkloppt gerne den Like-Button, also das Ding mit dem Daumen nach oben. Sollte der Button mit dem Abonnieren noch rot bei dir sein, dann würde ich mich natürlich immer sehr darüber freuen, wenn du den grau färbst, einfach mal draufklicken und probieren, wie sich so die Farbe verändert. Ja, wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit ganz, ganz vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.